So, spielen wir noch 29 Minuten, bevor ich Gamewechsel mache. Was für ein Humor? Ich habe keinen Humor, verdammter. Ich sitze hier nur und spiele Spiele. So, die Rote Weide oder zum Schwachknochendorf. Ich gehe in die Rote Weide. Der Kontakt zu Menschen macht mir Angst. Zwei Sonnenaufgänge dauerte es, bis die vier Trolle und das Rudel des Augenmeisters die Rote Weide in der Ferne entdeckten. Der Hunger, der lange Marsch und das beklemmende Schweigen zwischen Grumwa und Saska hat Narkrok ausgelockt. Aber seine Augen waren auf das Ziel gerichtet. Wie seltsam das Lebensgras aus der Ferne aussah. Hell und rot vor der kargen Wüste, wie Teiche aus Blut. Bob, ich habe Emotionen seit dem letzten BIOS-Update. Ist es das Grumwa? Das Lebensgras? Grumwa hat es noch nie gesehen. Aber das muss es sein, wenn auch seltsam. Durchkämmt die Wüste. Was? Die Fluchkraft im Gras, sie scheint verblasst. Aber der Häuptling soll sich nicht sorgen. Vermutlich ist dies, weil es so weit draußen ist. Agrok versteht. Gut, dann finden Sie besser diesen Stamm, der hier lebt, und besprechen sich friedlich. Was, wenn sie Feinde sind oder das Gras nicht teilen wollen? Dazu wird es nicht kommen. Das Gras, es gehört Mugwa und somit allen Trollen. Wie zutiefst ehrenvoll, ältester Altpelz. Und wenn sie Mugwa so viel Achtung entgegenbringen wie einem Haufen Eisenschnabelscheiße, dann werden die mondgeborenen Anuk und seine Krieger rufen und das Lebensgras mit Gewalt nehmen. Aber zunächst hoffen sie auf das Beste. Ich gehe. Ach, das Gebiet ist genauso groß wie das letzte. So kommt man ja locker auf die 20 Stunden Spielzeit, die das DLC haben soll. Hier entlang? Er mag alt sein, aber seine Hauer sind doch scharf. Ha, da ist der Bonuseffekt von seinem Speer. Mehr Ärger? Was jetzt? Was da? Der beschwört einfach irgendwelche Tiere. Was in Bogart ist das? Okay, die sterben aber nach einer gewissen Zeit wieder. Weiß der Imperator, welches Geschlecht sein Assassin's Creed-Charakter haben soll? Weiter geht's. Ich glaube, diesmal darf man auch einen Mann spielen, oder? Wieder. Lasst Grumwa nachsehen. Ich glaube, bei Wikinger kommt ein Mann besser. Er ist auf dem Weg. Hier entlang. Er geht dahin. Kannst das Game auch entscheiden lassen, dann wechselt das ab und zu. Ja, aber warum soll ich das wollen? Sicheren Tod zu? Wenn, dann möchte ich ein Geschlecht haben. Was hier und nicht passieren? Alle. Sie sehen sich besser um. Lasst Akrok sehen. Die Hauer sind herausgebrochen. Hauerjäger, verdammt seien sie. Krass, dass die Trolle so gejagt werden, dass die, ja, wie bei... Wie bei Elefanten und damals, also bei Elefanten und sowas, das Elfenbein von dem wir geklaut. Beziehungsweise die Hauer und dann werden die verkauft. Was als Aphrodisier kommen. Ist das noch ein Altar, voll mit Fluchkraft. Dieser ist sehr stark. Dies ist mächtig. Grungwa fühlt sich schnell, wie Viper. Ihr Stammestotem, sie haben es zerschlagen. Was das?
Will man lieber einem Mann oder einer Frau auf den Arsch gucken? Na, es geht ja nicht darum, es geht ja um die Immersion. Das ist so ein Nahkampfangriff. Ja, dann lass mal den Blitzstab. Er bewegen sich. Warum flamen hier alle Assassin's Creed? Vorgehen. Tun sie gar nicht. Kein Mugwas-Warzen. Sie haben hier wirklich alles zerstört. Akrok versteht nicht, warum die Jäger diese Trolle angreifen. Ihre Hauer waren klein, nicht wie bei Mondgeborenen. Es sei denn, sie waren hinter dem Lebensgras her. Sie müssen die Rote Weide finden, Häuptling, und das schnell. Sie kann nicht weit weg sein. Grungwa spricht wahr. Kleinblut, zerschlag die... Was ist? Akrok fühlt etwas. Echo, ein mächtiges. Grausamkeit, natürlich. Das muss es sein. Wegen dem, was die Jäger hier getan haben? Sie sollten hierhin zurückkommen, wenn sie das Lebensgras gefunden haben. Kommt jetzt. Sie müssen den Schrein finden. Grungwa ist da. Zeit, da kann man ja doch hochgehen. Ah, nee, doch nicht. Jetzt geh. Hier entlang? Muak, sie zerschmettern! Denk mal, Feuertotem ist egal. Stopp unterbrechen. Totem aufgebaut. Nein, die Waffe beschwört nicht bei jedem Angriff Tiere, sondern hat eine 10% Chance, ein Tier zu beschwören. Aber 10% ist halt nicht wenig. Lass Saskia genauer nachsehen. Ich gehe. Das mit Wildtieren ist, glaube ich, losgelöst. Falls Ziel Wildtier ist, ist mich erhöhe Angriffsschaden um 25% und dann kommt nämlich das Neue. 10% Chance, sogar eigentlich hast du 4x 10% Chance, Statistiker feiern sowas, um eins der Tiere zu beschwören mit einem Angriff. Du musst dich dafür nicht entschuldigen, Chris. Ich wollte es nur klarstellen, dass es halt nicht so ist, wie du gesagt hattest. Also ich habe auch erst gedacht, dass das mit dem Wildtier zusammenhängt. Er geht. Verdammt! Ja, sie sind noch hier. Wir auch. Weiter geht's. Deshalb ist der Stab auch wirklich mächtig. Sie wegrennen nur in der Mugwa-Bordern, die bei Mugwa, nein! Zwei, die drei! Sie müssen sie aufhalten! Dieser Fall ist mein Eigen, um mit seiner Ruhe haben sie! Er ist bereit! Verfluchte Schwachknochen, sie! Sie haben versucht, den Schrein des Stammes zu zerstören. Sie sehen ihn sich besser an. Ha! Saskia helfen. Philly, deshalb bist du kein Statistiker. Natürlich stacken die nicht zusammen. Du hast keine 40% Chance, sondern du hast 4x eine 10% Chance. Und keine 40%ige Chance, dass etwas beschworen wird. Das ist nämlich ein Unterschied. Es ist beschädigt.
Doch nicht zu schlimm. Hm. Sieht nur Saskia das. Diese Kristalle sehen aus wie... Wie der Riesige in der Wiege. Es ist wahr. Das muss es sein, weswegen das Lebensgras hier wächst, Häuptling. Es ist ein heiliger Ort, mit Mokwas Blut gesegnet. Noch eine Wiege Mokwas? Akrok dachte, es gibt nur eine. Es gibt nur eine Wiege Mokwas. Dies muss ein anderer Flecken Erde sein, den sie gesegnet hat. Schaut, die Kristalle, die Blutstropfen, sie sind viel kleiner. Oder vielleicht hat die Macht dieses Ortes auch gar nichts mit Mokwa oder Göttern zu tun. Saskia mag glauben, was er will. Grungwa wird nicht mit ihm streiten. Warum sollten die Jäger dies zerstören? Warum sollten sie nicht? Trollhütten, Trollschreine, Trollleben, nichts davon zählt für die Jäger. Wer weiß, vielleicht dachten sie auch, sie könnten die Macht des Schreins mit... Häuptling! Häuptling! Was nun? Mehr Ärger? Du bist doch von unserem Hauptlager. Saskia hört. Was in... Anuk sollte an der Klippe warten. Anuk wischen, aber er Kampf hören und... Bei den Hauern, warum töten Jäger Stamm wie diesen? Ihre Hauer sind schwach. Akrok, Saskia und Grungwa fragen sich das auch. Sie haben auch weiter südlich das ganze Stammeslager zerstört. Oh, bei den Hauern. Anuk haben so Gefühl, aber ist unwichtig. Sie müssen Krieger herbringen und Verteidigung aufbauen, Häuptling. Es gibt noch mehr von ihnen? Viele mehr, wenn sie merken, dass Sippe nicht zurückkehren. Dann werden sie mir Krieger schicken. Verdammt seien sie. Häuptling Anuk hat recht. Die Mondgeborenen müssen sich auf einen Kampf vorbereiten. Können sie nicht einfach das Lebensgras ernten und fliehen? Und zulassen, dass sie diesen heiligen Ort entweihen? Besser den Ort als die Leichen der Mondgeborenen, nicht? Komm, Akrok, das ist es nicht wert, noch mehr Trollblut dafür zu vergießen. Grundrecht haben, Saskia. Es heiliger Ort. Also Pflicht von Mondgeborenen, ihn schützen. Vertrauter. Grungwa spricht wahr. Dies ist ein heiliger Ort. Also müssen sie ihn verteidigen. Sie können diese Jäger zerstampfen. So ist es. Und Grungwa erinnert sich jetzt an noch anderen Grund, warum sie bleiben müssen. Erinnert der Häuptling sich an das Gras, das sie gefunden haben? Am Rand der Wüste? Akrok erinnert sich. Grungwa sagte, es war seltsam. Das, was die Schwachknochen mit dem Schrein getan haben. Er glaubt, es geschieht deswegen. Es lässt das Gras seine Fluchkraft verlieren. Wenn sie den Schrein nicht verteidigen, dann wird das Gras nutzlos sein. Dann haben sie keine Wahl. Wie viele sind es, Anuk? Es mag weiser sein, jetzt anzugreifen. Anuk nicht wissen, aber Augen sagen wenigstens 100 in jedem Lager. Und Anuk wissen, er nicht Häuptling, aber er denken, angreifen unweise. Weil die Wüste so offen ist und die Schwachknochen die Mondgeborenen kommen sehen, richtig? So ist es. Anuk, er muss den Mondgeborenen sagen, was er weiß. Aha. So, wir bauen also ein Lager auf und kämpfen RTS-like. Viele Lager von Schwachknochen in Wüste. Er denken es drei sein. Er nicht sicher wissen, wo sie sein. Also müssen die Mondgeborenen alle Tore verteidigen, um die Rote Weide zu schützen. So ist es. Eines von Anuks Augen aber sehen alte Türme im Nordosten. Von Troll stammt er hier. Vielleicht, wenn Mondgeborene heil machen. Sie könnten sie verwenden, um die Schwachknochen sehen zu kommen. Schlau. So ist es. Es gibt auch zerstörtes Lager von Schwachknochen weiter oben. Vielleicht sie etwas dagelassen, das Mondgeborene nutzen können. Akrok wird schauen. Gut. Holt die Kundschafter und Arbeiter herein. Sie werden den Schrein heil machen, während die Mondgeborenen die Weide verteidigen. Was die Schwachknochen getan haben... Die werden dafür bezahlen. Vor Mokwa und den Trollen, die hier gelebt haben. Akrok hat gesprochen.
dort entlang? Ja, bitte. Ah, was war nochmal die Taste für permanent anzeigen? Da war sie. Grungwa ist bereit. Er wird vorangehen. Sie können sich kümmern. Er eilt. Die Zukunft gehört nun den Mondgeborenen. Nimm alle Türme in den außenliegenden Bereichen ein. Bemanne sie und verbessere sie. Das Land des Stammes wächst. Bereit zu dienen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Der Stamm braucht mehr Holz, Häuptling. Nicht nur mehr Holz. Jetzt geh. Wenn er darauf besteht. Du hast die, was ist das? Holz. Ihr rausfinden. Was das? Ich gehe. Burg gehe. Kann dieser Troll nicht mal einen Moment seine Ruhe haben? Legt euch! Ich bin eben auf und alles wird gut. Mehr Ärger? Lasst Grungwa nachsehen. Das sieht spannend aus. Er bewegt sich. Falscher Weg. Weiter geht's. Ein Gebäude ist fertig. In Bogart ist das? Hier entlang? Scheiße, nicht abreißen. Noch mehr Baumbrecher. Hier entlang. Auf den sicheren Tod zu? Der geht sicher. Warum auch nicht? Ein Gebäude ist fertig. Lass Saska genauer nachsehen. Ein Gebäude ist fertig. Kann die 5 Steine nicht aufsammeln. Position ist scheiße.
Kaska hört. Grungwa wird dorthin gehen. Hier entlang. Sie wegrennen bereits. Zurück. Kann Kaska helfen? Angst vor einem alten. Lasst ihn nur aus ihrer. Rang dieser Roll nicht mal einen Moment seine Ruhe haben. Es könnte sein, dass das mehr als 20 Stunden hat, die Kampagne. Er geht. Weiter geht's. Wenn ich 100% mache, ist es halt schon immer mal ein bisschen mehr. Was ist das? Da ist noch ein Außenposten. Wenn er darauf besteht, Mordgeborenen. Was das Auge des Stammes sieht, das Land des Stammes wächst. Ist bereit. Agrok lauscht. Bereit zu dienen. Erst ein Gebäude drei Minuten. Ist fertig. Was nun? Mehr Ärger? Sieh mal einer an. Er wird den Stamm schocken. Hässliche Trolle. Bin eigentlich hässlich. Mein Seelenverwandter liebt mich. Wie es nur ein Troll kann. Nicht mit seinem vierten Geschlechtsteil, was er der Nase trägt. An der Nase. Was soll er tun? Zeit weiterzuziehen. Spannend. Vermutlich. Lass Saska genauer nachsehen. Was ist das? Agrok lauscht. Kann Saska helfen? Er geht dahin. Oh. Plunder. Plunder. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ich noch Plunder holen muss. Was jetzt? Ich habe die falsche Hütte gebaut. Das war Kram. Er bereit. Was soll er tun? Er geht. Auf den sicheren Tod zu? Sicher. Warum auch nicht? Kann dieser Troll nicht mal einen Moment seine Ruhe haben? Er bewegt sich. Er ist auf dem Weg. Jetzt gehen. Weiter geht's. Hier entlang? So, der Turm ist ausgebaut. Baumbrecher. Und noch ein Steinklopfer. In einer Minute werden wir angegriffen. Burg gehen. Burg dahin gehen? Warum müssen sie die Mondgeborenen plagen? Das geht noch. Juhu, Level up, weil ich nicht machen kann, weil keine Zeit dafür gerade. Fertig. Spannend. Lasst Agrok sehen, vermutlich herausfinden. Was kann er für den Stamm tun? Nur bereit! Mögen Mugwa ihn leiden. Sie werden Saska nicht entkommen. Hier. Bereit zu gehen. Ein Segen? Er mag als was soll er. Aber sind noch scharf. Was der Stamm braucht, mehr Kram.
Was nun? Mehr Ärger? Ein Altar. Es wirkt. Fühlen Sie es? Grumpfers Beine fühlen sich stark an, als könne er tagelang rennen. Sie sterben als Nächster. Lass Saskia. Schön, dass wir einen Schrein verteidigen sollen. Sind noch gar keine Gegner gekommen. Saskia hört. Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr. Ja, jetzt sollen wir uns auf den Weg zurück machen. Die Arbeiter sind in Gefahr. Er bereit. Jetzt gehen. Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr. Auf den sicheren Tod zu. Jetzt gehen. Feinde greifen an. Heraus. Ja, entspann dich. Sind doch schon alle tot hier auf der Seite. Aber warum habe ich den Wachturm dann auf der anderen Seite? Also so viel macht der jetzt auch nicht. Also außer dass ich die früh sehen kann, dass die von da kommen. Sie haben sich mit dem falschen Stamm angelegt. Tod wird mehr wollen. Dieser Malmen kämpft wird Schmerzen machen. Und denn die Arbeiter sind in Gefahr. Das Blut wird in den Stamm. Was soll er tun? Er ist auf dem Weg. Ereilt. Und zurück. Noch mehr Kram. Sie zerschmettern! Kann dieser Troll nicht mal einen Moment seine Ruhe haben? Ihr seid Roark. Er mag als Roark geboren und scharf. Bereit. Er hilft den Stamm. Was nun? Mehr Ärger? Wir sammeln halt den Kram schneller. Grumpfer wird dorthin gehen. Grumpfer ist bereit. Und zurück. Feinde greifen an! Er hier. Bereit! Feinde greifen an! Grumpfer ist da. Ja, da kommt Belagerungsgerät. Sie greifen den Schrein direkt an. Feinde greifen an! Keine Zeit für euch. Nur Narren fordern die Mondgebiete. Das Herz des Stammes wird angegriffen. Er kann nicht mal einen Moment der Ruhe ausleben. Grumpfer kann von hier wachsen. Legt euch zu den Würmern.
So. Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr. Mondgeborene wachsen. Das Auge des Stammes sieht, das Land des Stammes wächst. Dann bauen wir nach Norden auch mal eben aus. Ach, da liegt ja auch Kram. Er wird den Stamm nicht Altblut wehtun. Die Wehrtürme sind vielleicht nicht super toll, aber wenigstens halten sie den Feind ein bisschen auf. Grunwar ist da. Er bereit. So, ihr habt da Kram noch mehr Kram zu sammeln. Kram war mal mein Lieblingswort. Agrok ist bereit. So, Jagdhütte hat nichts mehr zu tun. Oder war auf Schlafen gestellt, ich bin nicht sicher. Sie können sich kümmern, eher ohne Sorge. Ich glaube, es gab noch ein bisschen Essen. Was jetzt? Kann Saska helfen? Er geht. Er wird vorangehen. Ha. Kram aufgebraucht. Geht zu neuer Kram-Gegend. Ihr jetzt arbeiten. Saska hört. Weiter geht's. Die Feinde greifen an. Greife den Stamm. Toll, die Wildtiere sind auch nochmal so riesig. Die machen die Sache gerade nicht besser. Danke, Zeat. Für dein Tribut. Vielen Dank für deine Spende. Dann ist ja der, der Festplattenkauf schon fast wieder einfach drin von heute. Das Auge des Stammes sieht, das Land des Stammes wächst. Hat mich einfach geärgert. Ich habe keine Fernkämpfer. Lass den armen Mann in Ruhe. Wofür wird er gebraucht? Jetzt wir. Oh oh. Genau, greift uns an. Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr. Wofür wird er gebraucht? Kann dieser Kolben? Weil von uns können nur zwei Leute angreifen. Mehr Ärger? Ist bereit. Will mich Luft anhalten in jedem Spiel aufregen. Ja. Bereit zu dienen. Zurecht. Unterbrech ihn. Einen Moment seine Ruhe haben. Was ist das? Lasst Grunwar nach. Lasst Akrok sehen. Wie Wellen verteidigen. Einen Nerven. Das kommt noch dazu.
Bogart ist das? Feinde greifen an! Was kann er für den Stamm tun? Feinde greifen an! Wart ihr darauf, dass ihr ins Werferlager könnt? Das Blut für den Stamm! Ein Gebäude ist fertig. Warum müssen sie den Mondgeborenen planen? Vernichtet sie! Ich gehe! Ein Gebäude ist fertig. Sind in Gefahr. Nur hier! Ihr seht die Werwolle! Das kann nicht entkommen! Der Stamm muss leben! Wo kommen die Arbeiter überhaupt her? Aus welchem Gebiet? Ich glaube, aus meinem ersten. Ist da. Reinigung des Schreins muss schneller gehen. Zeit weiterzuziehen. Was soll er tun? Arnok ist bereit. Wofür wird er gebraucht? Kann Saska helfen? Wir gehen dahin. Ist bereit. Wenn er darauf besteht, er geht. Er wird vorangehen. Oh, tut mir leid. Stimmt ja. Ich mach jetzt gleich auch Schluss. Mein Gebäude ist fertig. Und wechsle nach Valhalla rüber. Dort entlang? Dann kann ich mich da besser aufregen. Er ist auf den sicheren. Stopp, unterbrechen. Neue Befehle? So, alle da rein wieder. Ein Gebäude ist fertig. Heile ihr Fleisch. Das sieht spannend aus. Feinde greifen an! Wofür wird er gebraucht? Was jetzt? Der Feinde greifen an! Lass ja genauer nachsehen. Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr. Okay, von da kommt Belagerungsturm. Bereit zu dienen. Arbeiter sind in Gefahr. Ja, ich will gerade den Scheiß hier noch einsammeln. Er ist auf dem Weg. Was soll er denn schauen? Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr. Dieser Troll nicht mal einen Moment seine Ruhe haben. Geboren und geboren heraus. Bereit zu dienen. Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr. Das Blut für den Stamm! Ist jetzt zur Wolle! Darum müssen sie den Mond geboren. Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr! Upsala! Und hoch! Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr! Das kann helfen! Vernichtet zuerst den die Arbeiter sind in Gefahr. Und denkt ihr, die Arbeiter sind in Gefahr? Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr.
das nun? Der Stamm muss leben! Mutwa hat die Mondgeborenen mit... Das Auge des Stammes sieht, das Land des Stammes wächst. Ja. Legt euch zu den Würmern. Nuak bereit. Ja. Baumbrecher. Agrok lauscht. Kann dieser Troll nicht mal einen Moment seine Ruhe haben? Grumpel raus bereit. Ein Gebäude ist fertig. Hör die Mondgeborenen vor, die Mondgeborenen heraus. Feinde greifen an! Der mehr Problem! Ein Gebäude ist fertig. Was gehört? Vernichtet sie! Arbeiter sind in Gefahr. Ja, ich weiß. Bereit. Ein Gebäude ist fertig. Sie haben sich mit dem falschen Stamm angelegt. Das Blut für den Stamm! Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr. Hier entlang. Lass den Huren sie ran! Kann dieser Troll nicht mal einen Moment seine Ruhe haben? Machen. Das macht mich echt fertig gerade. Die Intervalle sind echt für'n Arsch. Achso, das können die Türme den Feind unbeweglich machen. Was nun? Damit kann ich das hinauszögern, aktiv. Auf dem Weg. Ich gehe. Was kann er wirklich von Anfang an die maximale Anzahl von Arbeitern da reinknallen müssen? Zeig deine Macht, Turm. Bereit. Hier entlang? Weiter! Was soll er tun? Ihr gebraucht. Feinde greifen an! Wofür wird er. Weiter geht's! Spannend! Vermutlich. Dagegen wird Assassin's Creed der Entspannung sein. Bereit zu starten. Die Arbeiter sind in Gefahr. Sie können sich kümmern. Wofür geht? Schaut! Sie werden Saskar. Häuptling, die Arbeiter sind in Gefahr. Zu den Würmern.
Ein Gebäude ist fertig. Er ist jetzt zermalmen. Und denkt, die Arbeiter sind in Gefahr. Nur ab hier. Und denkt, die Arbeiter sind in Gefahr. Was jetzt? Der Stamm muss leben. Grumpfa wird dorthin gehen. Ein Gebäude ist fertig. Was kann er den Stamm Schmerzen machen? Und denkt, die Arbeiter sind in Gefahr. Er geht. Er kann nicht dazu schießen. War jetzt nicht irgendwas angezeigt, was, dass das fehlgeschlagen ist? Aber in Wahrheit ist doch gar nichts fehlgeschlagen. Der Stamm braucht mehr Holz, Häuptling. Das Herz des Stammes wird angegriffen. Die werden dies bereuen. Ist bereit. Grumpa ist da. Jetzt gehen. Er ist auf dem Weg. Ein Gebäude ist fertig. Danke, Red Robot, für dein Prime-Abo. Den sicheren Tod zu? Sicher. Warum auch nicht? Was kann er für den Stamm tun? Hier entlang? Kann dieser Troll nicht mal einen Moment seine Ruhe haben? Zeit, aber seine Hauer sind noch scharf. Randa. Ein Gebäude ist fertig. Da kannst du aufhören zu reparieren. Das Holz können wir aber anders gebrauchen, oder? Ah ne, komm, reparieren. Aber jetzt habe ich ja alles untersucht. Wir haben alles unter... Also wir haben uns die Wüste angeguckt. Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Und alles ist gut. Ich habe sogar Zeit, mal eben kurz meine Skills zu leveln. Wirkungsbereich vom Feuertotem von 30 Meter. Ein Totem als Opfer auswählen, um den sofortigen Tod mit einer Detonation auszulösen. Sie können sich kümmern. Mehr ohne Sorge. Ach nee, komm. So, Feinde schneller, beziehungsweise mehr Schwächen. Du nimmst die nächste Stufe von Zerschmettern. Das war's dann auch mit den Level-Ups. Bereit zu dienen.
gehen. 97%. Habe ich halt doch noch die Mission komplett gemacht. Wir sind da. Und direkt umschalten, wir wollen nach oben danach. Was? Ich muss jetzt nochmal was machen? Mehr Probleme, die er zermalmen kann. Achso, der macht jetzt irgendeinen Heilzauber. Kann ich von dort losschicken. Was nun? Mehr Ärger? Wo ist mein Karren? Kann Saska helfen? Bereite dich auf die letzte Welle vor. Nee, das reicht alles noch. Ha. Letzte Welle dann in der nächsten Folge.